Ich hab genug von euch. Ihr habt jetzt hier genug Unruhe gestiftet. Mir? Jetzt sagen wir's dir aber. Ja, auch du nicht nochmal weg. Dummer Schlangenschädel. Was erlaubst denn du dir eigentlich, ha? Immer für dasselbe mit dir, du scheiß Schlangenschädel. Oh, guck doch mal, das liebe Pferdchen will dich essen. Na, das Pferd hat gerade Käse sein Kopf. Was? Weg mit dir. Jetzt hör gefälligst noch mal auf zum Nerven, oder? Das gibt richtig Probleme für dich. Liebe Pferdisko, das Quiz nervt euch, ha? Nicht essen, bitte. Ach, hier geht's die Sache alle falsch an. Ja, Kurt, dann übernimm du doch ins Quiz. Dahin? Na, den kannst du selber übernehmen. Ich sag euch jetzt, wie man mit Pferde umgeht. Pferdi, komm Pferdi. Komm Pferdi, komm her da Pferdi. Mann, warte auf, was hast du gemacht? Jetzt will ich mit die Pferde nehmen. Jetzt kommen wir uns nochmal zu. Ich hab gar nichts gemacht, das hast du selber zu verantworten. Ja, das war nur Spaß, Karl. Die fressen ja gerade, kannst du das nicht sehen. Die werden halt auch nicht immer Zeit für uns haben. Schaut's mal da oben. Siehst du da oben? So. Oh ja. Das ist moa. Wer kommt nach Graz? Wer hat das jetzt überhaupt gesagt? Was? Was? Seit wann kann die Luft drehen? Alter, das warst sicher du mit den Stimmverzerrer. Genau, Karl. Und das Quiz ist der Musa in Verkleidung, oder was? Du wagst es, mich als so einen Dummkopf zu bezeichnen. Aber Squeak, du gehst die Sache vollkommen falsch an. Inwiefern meinst du das jetzt? Es hat doch keiner gesagt, dass der Musa Dummkopf ist. Oh, vielen Dank. Deswegen wirst du auch niemals der Musa sein. Weil der Musa ist gescheiter wie du. Ich mach dir gleich Blattschlangenkopf. Das hättest du wohl gerne. Ach, ich bin doch kein Kreisel. Nein, du bist gleich Pferdefutter. Sixth Quiz, wir haben die Pferde auf unserer Seite. Sixth Schlangenkopf. Wir haben die gesamte Pferdebande auf unserer Seite. Ja. Das ist wahr. Und wenn du uns jetzt nicht in Ruhe lässt, dann blasen sie dich davon, dass du da unten mitten im Waldwetter findest. Ach, wie mache ich was vor? Dafür werdet ihr bezahlen, das schwöre ich. Und diese dummen Maultiere da. Du weißt wohl eher, du ein dummes Krokodil-Maultier. Hast du gerade die Pferde-Maultier gibt es Rache. Ja, Pferde sind Maultiere, oder glaubst du vielleicht, Pferde sind Reptilien? Pferde sind sogar Maultiere. Denkst du vielleicht, Pferde sind Reptilien, oder wie? Ich hab genug von euch und eurem dummen Gaulvolk und von allem hier. Ich werde jetzt gehen. Und diese blöden Pferde da, die werden euch beim nächsten Mal nicht retten, denn beim nächsten Mal sind wir wieder dort, wo wir es gewohnt sind zu kämpfen. Und dann werdet ihr nicht so viel Glück haben wie heute. Nicht so viele Pferde haben wie heute. Und ich werde nicht so sauer sein wie heute. Wir haben uns gestört, gell? Ja, das stimmt. Vielleicht sollten der Gestützchef und die Zombie-Reiter auch mal mit daherkommen. Vielleicht sogar mit ihrem Lastwagen. Das war die geilste Idee.
Das war dir mal was, ha? Damit ihr besser rumschiebt. So, Leute, jetzt können wir noch schön Nachmittag da verbringen. Schön Pferde schauen. Gell? Sieh mal, Waltraud. Das fressen die Pferde am liebsten. Oh, Bist du ein Pferd? Karl, was machst denn du da? Ich wollte nur mal schauen, wie das schmeckt, was die Pferde essen. Oh, wie schmeckt's? Nach Bier! Wo gibt's das? Wo gibt's das? Wo gibt's das? Überall am Bergabgrund. Diese ganzen blauen Blüten. Na halt, laut, wir sehen uns später wieder, wenn mein Magen voll ist. Das ist mein Paradies! Ach, sowas. Was für die Pferdis? Ey, ich bin kein Essen. Ich bin das hier. Kommen ist einmal zu streicheln. Es ist so warm, wenn sie aus der Nase, aus dem Mund blasen. So, Leute. Jetzt können wir doch noch schön gemütlich den ganzen Nachmittag verbringen. Ja. Ach, es muss das sein. Also, mir gefällt's hier. Die Pferde sind mir sehr sympathisch. Unsympathisch ist mir keiner von euch. Ihr schaut alle so süß. Ihr habt alle Kulleraugen. Ich hätte auch gerne so Kulleraugen, damit mal irgendjemand sagt, dass ich süß bin. Aber ich habe leider keine Kulleraugen. Wieso tschüss? Gehst du schon, freundlicher Riese? Ja. Okay, wir sehen uns dann daheim, okay? Wir bleiben noch da. Bis bald. Bis bald. Ich muss heimgehen, weil ich habe mit dem Gestütschef noch ein Gespräch. Okay. Erzähl uns dann, um was es da gegangen ist. Ja. Es geht um eine Reparatur des LKWs. Was denn für ein LKW? Aha, okay. Na dann bis zum nächsten Mal. Weil auf der Autobahn hatte der Gestützchef damit eine weißen Platten. Ah je. Wenn das auf der Autobahn ist, kann das oft nicht gut ausgehen. Und den ist er dann auch noch hinten drauf gefahren. So, bis zum nächsten Mal, freundlicher Riese. Schönen Tag noch. Und wir bleiben bei euch, Pferdis.